Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Mining Simulator Treasure Hunt Update. Das ist gerade erst rausgekommen, ich habe eben auch schon eine Aufnahme gemacht, nur leider hat sich im OBS gedacht, boah, ich erkenne dein Mikrofon nicht, die Aufnahme ist komplett ohne Ton, also muss ich nochmal aufnehmen. Das hat aber auch seine Vorteile, da ich das Update jetzt schon kenne, kann ich euch sehr schnell alles zeigen und ich werde euch in diesem Video auch alle Spots zeigen, um die Treasure Hunt von Brabert abzuschließen. Was ihr verpasst habt, ist auf jeden Fall das neue Pet, was ihr auch verpasst habt, Edelstein-Genie, was ihr verpasst habt, das 4. Juli-Event Drehrad ist weg. Ich hatte noch 61 Spins und konnte sie nicht verwenden, weil ich nicht dran gedacht habe, sie jetzt rechtzeitig zu benutzen. Ich habe gestern, saß ich noch da, dachte mir, boah, ich muss das machen, das ist bestimmt morgen weg. Jetzt sitze ich hier und denke mir, oh, es ist weg, wow. Dann kam das Edelstein-Genie dazu. Ich wusste schon, was es ist, und zwar der Typ hier, weil das Spiel ist gemacht von Rumbling Studios. Und Rumbling Studios hat auch den Bubblegum-Simulator gemacht und dort gibt es auch so ein Edelstein-Genie. Ich dachte mir aber am Anfang so, was brauchen wir denn hier für ein Edelstein-Genie? Wir haben doch schon, gehen wir kurz zurück nach Hause, die Fabrik, wo wir Coins in Gems umwandeln können. Das war auch exakt das, wozu der Edelstein-Genie da war in Bubblegum-Simulator. Aber hier gibt es stattdessen Quests, die man erfüllen muss. Wie zum Beispiel, yo, ich muss hiervon diese Erze meinen oder diese Sachen hatchen und so. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kriege ich Gems von ihm. Auch eine coole Sache. Als nächstes gehen wir mal zur Sommerausstellung. Das neue Update hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ganz viele Sachen jetzt übersetzt wurden. Und hier im Event-Shop gibt es jetzt den Almighty Flamingo. Und ihr seht, ich habe den schon leer gekauft, weil ich konnte es mir leisten. Und ich habe ihn auch schon shiny gemacht. Und shiny sieht er so aus. 12.000 stärker ist also ein bisschen schwächer als mein Delightful Trio in shiny. Aber 11.000 Coins, 7.800 Space Coins und 1.008 Geschwindigkeitsbonus. Und damit ist er stärker als mein Delightful Trio. Vor allem, wenn man bedenkt, mein Delightful Trio ist Stufe 20. Und hat diese Werte. Und der ist Stufe 0 und hat diese Werte. Das finde ich super cool. Es gibt aber nicht nur das. Es gibt auch zwei neue Eggs. Eins der Eggs habe ich schon ein bisschen geöffnet. Habe aber nichts Besonderes rausgezogen, wie ihr sehen könnt. Das Thunder Egg gibt es ja auch noch. Das habe ich nur einmal geöffnet, um einmal kurz reinzuschnuppern. Hier in dem Egg gibt es 4 Secrets. Diese 4 Secrets blende ich euch mal ein. Die wurden schon von Rumble Studios auf Twitter gepostet. Ist eigentlich immer dasselbe Secret, aber in einer anderen Farbe. Wir können einmal hier auf den Index gehen. Und sehen dann hier beim Thunder Egg 4 Secrets gibt es, aber das ist überall das gleiche, nur mit einer anderen Farbe. Ob die noch unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Stärken, Schwächen, weiß ich nicht. Das müssen wir herausfinden. Wenn ich heute im Livestream die Eggs hatche, gucken wir mal, ob wir diese Secrets hatchen können. Und in dem Captain's Egg gibt es 2 Secrets. Wie stark die alle sind, das müssen wir alles noch herausfinden. Ich habe bisher noch kein Pet gehatcht, das ich behalten würde, weil ich habe ja Auto-Delete auf alles an. Und sonst hat sich nicht viel geändert, außer, dass da hinten einfach Bra-Bert gelandet ist. Ich dachte erst, er wäre Captain Bra. Aber als ich ihn angesprochen habe, stand da das hier. Und zwar, Braberts Schiff ist gecrashed. Hilf ihm, den Treasure Key zu finden, um Special Rewards freizuschalten. Dann gab es hier diesen Clou. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Clou sein soll. Das, die einzige Form, die in Frage kommen würde, wäre der Steg da vorne. Da ist aber nichts. Und da ich in der Welt nichts gefunden habe, habe ich dann hier nachgeguckt und dachte, hier sieht auch nichts danach aus. Was von der Form her hinkommt, ist unter diesen Häusern ist auch immer dieser Kreis. Was ich aber auch schon jetzt rausfinden konnte nach ein bisschen Recherche. Schaut euch das an. Hier, wenn wir so gucken, dann ist das Rooftop, also dieses Dachding, in diesem Viereck und dann dieser Kreis. Und hier ist das Ding zu finden. Hier ist der Hint. Also gehen wir einfach mal hier. Ich steck fest. Lass mich bitte raus. Danke. Einmal aufs Dach und dann rein in den Schornstein. Und wir finden unser erstes Key-Fragment. Der Schlüssel ist in verschiedene Fragmente geteilt. Also gehen wir jetzt wieder zurück zur Weltraumfahrt. Dann zur Sommerausstellung. Und gehen wieder zu Captain Brabert. Und der nächste Hinweis sieht so aus. Und es ist grün. Es ist Cyber. Es ist offensichtlich. Wir gehen einmal kurz wieder auf die Weltraumfahrt, dann in die Cybergalaxie und dann gehen wir rüber zu den Cyber Sewers, weil hier haben wir auch grüne ab und wenn wir so gucken, dann sehen wir dieselbe Sicht und ich weiß nicht mehr, wo war das X? Ich glaube hier bei den Rohren war das X. Gehen wir einmal hin und Keyfragment gefunden. So, das nächste Keyfragment ist gefunden, wir können auch mal diese Truhe hier mitnehmen, so. Und dann gehen wir wieder zurück zu Captain Brabert. Oh. Ich habe was Falsches gedrückt. Ich will zu Captain Brabert, habe ich gesagt. Gib mir Captain Brabert. So, laufen wir nochmal hin zu Captain Brabert. Und Captain Brabert gibt uns den nächsten Hint. Das kann vieles sein. Aber das müsste doch eigentlich hier sein, oder? Ja, komm, das ist... Guck mal, diese Kante, das ist der Steg dahin. Jetzt ist es der Steg. Und es ist eine innere Kante. Also wenn das Ding jetzt nicht gedreht ist, dann ist es genau dort. Wenn es gedreht ist, dann kann es auch hier sein. Also wir gehen hier einfach mal rein. Nee, man kann hier nicht rein. Nein, wenn ich hier hingehe, auch nicht. Okay, wenn ich die Angel nehme, please. Angeln, 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 please. Key Fragment, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ich bin so smart.
Okay. Ich kann die Angel nicht mehr de-equippen. Ich habe jetzt die Angel die ganze Zeit ausgerüstet. Verbindung getrennt. Was soll denn das? Ah, okay. Jetzt müssen wir wieder durch den Stress durch. So, und 3 Minuten später haben wir es wieder reingeschafft. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich weiß nicht, wie viel Fortschritt weg ist. Also springe ich hier nochmal rein, nur für den Fall. Ja, wir sind wieder am Anfang. Okay, wir gehen es jetzt nochmal durch. Falls ihr nicht aufgepasst habt, da in dem Schornstein ist das erste Key-Fragment. Jetzt müssen wir... Ah, wir können probieren, ob es direkt geht. Ob ich direkt zur Cybergalaxie gehen kann. Dann direkt zu den Sewers gehen kann. Spring hier rein. Und es funktioniert. Okay, ich kann direkt zu den Sewers gehen. Okay. Und die Truhe nehme ich auch wieder mit, weil mein Fortschritt war ja weg. Ich liebe es, wenn das passiert. Und nicht verkaufen. Oh, jetzt habe ich verkaufen gedrückt. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte ja zurück. Und wie wir es eben schon gefunden haben... Da hinten in der Ecke muss man tatsächlich angeln, um an das Ding ranzukommen. Also schmeißen wir die Angel hier einfach in die Ecke rein. So, und... Badum. So, schauen wir uns den nächsten Hint an. So, und der nächste Hint ist... Das ist doch auch hier, würde ich sagen, oder? Das ist ein Teich. Ja, das ist hier. Das ist bei den Steinen direkt. Das ist direkt bei den Steinen da hinten in dem See. Offensichtlich. Also laufen wir dahin. Obwohl, hier ist nur ein Stein. Da sind 2 Steine. Okay, dann ist es hier. Auf der Seite. Dann gehe ich einmal hier einfach hinlaufen. Geht nicht. Dann hier einmal angeln. So, angeln wir hier und... Und... Nächstes Keyfragment gefunden. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Keyfragments brauchen wir denn? Wie viele gibt es denn? Wir werden es gleich herausfinden. Weil so viele kann es doch nicht mehr geben, oder? Treasure Hunt. Der nächste Clou. Rote Farbe, 6 Trophäen. Rot malen, 6 Trophäen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vielleicht. Okay, alles gut. Öffne mal das Eck hier. Also hier gibt es auf jeden Fall Erfolge. Das hat aber alles nichts mit roter Farbe zu tun und nichts mit der Zahl 6. Wenn ich zum Molten Core gehe, haben die Steine rote Farbe. Mehr oder weniger. Ich buddel mich mal ein Stückchen nach unten. Rote Farbe, 6 Trophäen. Vielleicht hier beim Molten Core rote Farbe. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nee. Also Welt 6 ist Crystal Cavern. Ich gehe nochmal zurück zu der normalen Welt. Also, was heißt zur normalen Welt? Zur Eventwelt. Was hat hier rote Farbe? Das Haus hat rote Farbe. Event Shop. Gucken wir mal eins. Hat nichts gebracht. Event Challenges sind rot und geben einem Trophäen. Das Ei dort hinten ist rot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ding hier hat, also dieses Ferris Wheel hat 8 Sitze, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, keine Ahnung. Was könnte es sein? Augenblick. Rote Farbe. Da hinten. Tile Painter. Tile Painter macht man doch rot. 6 Trophäen. Heißt das, ich brauche 6 Siege? Ich mache jetzt erstmal rote Farbe hier. Oh, sollte ich 6 Felder vielleicht rot machen? Hätte 6 Felder rot machen sollen, glaube ich. Oh, nee. Ihr habt zu viele, oder? Ich warte nochmal ab. Ich glaube, das ist es. Weil das sind auch rote Rechtecke. Das macht Sinn. Das zweite hieß Färben. Also Färbe, Rot, Recht, 6 Rotecke. Nee. Hä? Färbe, Rechtecke, Rot ein für 6 Trophäen, würde ich es jetzt übersetzen. Also ich warte jetzt noch einmal hier. Ja, 44 ist auf jeden Fall zu viel. Wir warten aber einmal kurz, bis ich hier wieder rein kann. Tile Painter, okay. Gehen wir rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen wir raus. Und jetzt warte ich einfach ab. Jetzt habe ich Score 6. Und wir müssen halt jetzt 30 Sekunden warten. So, und ich habe das Keyfragment bekommen. Okay, es hat funktioniert. Man muss wirklich 6 Teils rot färben. Nicht 7, nicht 5, sondern 6 Teils rot färben. Und das Ding dann abschließen. Das könnte schwierig werden, wenn andere Leute mitspielen wollen. Also kritisch. Wir gehen wieder zu Brabert. Und der nächste Hinweis... Ich habe eben noch gezählt, das sind 8 Dinger. Ja, Pi times 8. Also Pi ist ein Kreis, so wie das Ferris Wheel. Das Symbol war das Ferris Wheel. Wir gehen hier jetzt rein... Fahren dann einfach mal mit dem Ferris Wheel und kriegen dann wahrscheinlich das nächste Ding. Da war ich wohl ein bisschen zu früh dran. Aber ich habe auch, also der Clou, den ich hatte, der hat auch nicht wirklich gestimmt. Nur weil die Dächer hier von rot sind, heißt das noch lange nicht, dass es das Ferris Wheel davor war. Aber jetzt ist es offensichtlich das Ferris Wheel. Warum sage ich Ferris Wheel? Das Spiel wurde auf Deutsch übersetzt. Das Riesenrad. Jetzt heißt das Riesenrad. So, ich bin jetzt eine ganze Runde gefahren. Was willst du noch von mir? Das hat nicht funktioniert. Okay, dann warten, dann gucken wir uns nochmal den Hinweis an. Also Pi mal 8. Muss ich jetzt in einen bestimmten rein? Guck mal, ob die irgendwo einen Unterschied voneinander haben. Okay, keine Ahnung. Die sehen alle gleich aus. Ich setze mich jetzt hier rein. Vielleicht muss ich auch 8 Runden warten. Vielleicht muss ich... Oh nein, der Server laggt. Ich verlasse das Spiel nur zur Sicherheit. Ich will das nicht nochmal haben. Tut mir leid. Wenn der Server wieder abstürzt, ich kann nicht dabei sein. Das dauert so lange, bis ich wieder reinkomme. Es ist richtig, richtig, richtig schlimm. Also neuer Server. Alle Leute stehen hier. Okay, also ist das scheinbar ein neuer Server. Nochmal zur Weltraumfahrt. Nochmal zur Summer Fair. Nochmal zu Brabert, um sicherzustellen, dass ich auch denselben Fortschritt habe. Okay, ich gehe jetzt ins Ferris Wheel rein und ich fahre jetzt einfach ein paar Runden damit. So, wir haben die erste Runde geschafft. Und während ich hier so im Riesenrad sitze und warte, kann ich euch ja schon mal darauf hinweisen, wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Secrets da hinten aussieht. Ich werde heute um 17 Uhr live streamen, also schaltet gerne ein. Ich glaube, 17.30 Uhr fängt der Livestream, glaube ich, an. Schaltet da gerne ein, da werde ich die Eier öffnen. Da werde ich wahrscheinlich noch ein paar andere Spiele spielen, je nachdem, ob da noch ein paar Updates rauskamen. Und wir haben die 3. Runde geschafft. Ich warte jetzt einfach. Wir lassen das einfach durchlaufen. Keyfragment, das war die 4. Runde. Okay, ich bin jetzt... Also, ich bin jetzt 3,5 Runden gefahren.
Ich weiß jetzt nicht, ob das 3,5 Runden sein müssen oder ob es eine bestimmte Zeit sein musste. Aber ich bin jetzt auf... Oder ob es einfach zu zufälligen Intervallen checkt, ob man im Riesenrad sitzt. Das kann ja auch sein. Kann ja sein, dass da hinten das Event fertig sein muss. Aber ich habe das Keyfragment bekommen und ich habe es geschafft. Okay, you found all the key pieces. The Brabert rewards you with. Super Lucky, Omega Glück und Brabert beanspruchen. Okay, ich habe jetzt Brabert und wir gucken einmal, wie stark Brabert ist. Der hat 4000 Stärke. Also er ist jetzt nicht gerade eins meiner stärksten Pets, aber er ist auf jeden Fall ein seltenes Pet, weil gehen wir jetzt hier nochmal hin. Und ich kann das nur einmal machen. Das heißt, ihr müsstet dieses, wenn ihr Brabert auf Shiny bekommen wollt, müsstet ihr das eigentlich mit 4 Accounts zusammen machen. Und dann könnt ihr mal gucken, wie stark Brabert ist. Das wird Victor sicherlich machen. Also schaut doch gerne mal bei Victor vorbei. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Schaut heute gerne im Livestream vorbei. Bis dann und ciao!